Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch hier zum Wetter an diesem Montag. Nun ist die neue Woche gestartet und nun wird es ernst. Der Winter kommt doch tatsächlich mal kurz in diesem Winter auch in der norddeutschen Tiefebene vorbei. Wer hätte das geglaubt? Ich hätte es fast gar nicht mehr geglaubt, muss ich zugeben. Aber es ist so, zumindest mal mit Abstrichen. Gucken wir uns das Ganze doch einfach mal genauer an. Gehen wir mal auf die Wetterlage für den heutigen Montag ein. Da sieht im Prinzip erst einmal alles so aus, wie es in den letzten Tagen und Wochen ja auch schon aussah. Wir liegen immer noch zwischen einem Hoch westlich von uns und einem Tief östlich von uns. Die Luft kommt auch immer noch von der Nordsee, mit Feuchtigkeit angereichert, bildet viele Wolken und es ist überwiegend trüb. Der einzige Unterschied ist eben, diese Linien hier, die Isobaren, sind enger zusammen, dementsprechend haben wir halt mehr Wind dabei. Die Wetterlage dann am kommenden Mittwoch, Hoch Carlos muss weichen und zwar flutscht der Genosse auf den Atlantik und von Norden kommen dann diese grünen und blauen Farben runtergeschossen. Das ist hochreichende Kaltluft in 5,5 Kilometern Höhe und die fluten uns dann und dann wird es kalt. Ja, das gucken wir uns auch noch an, aber erst einmal den Montag heute. Ziemlich einheitsgrau, viele Wolken, mal Sprühregen mit dabei, vor allem so vom Teutoburger Wald hoch bis zur Elbmündung, auch Richtung Lüneburger Heide. Und in den höheren Lagen ist es dann nachher auch Schneeregen und Schnee. Sonst ist es überwiegend trocken, aber grau, ein paar Auflockerungen gibt es allerdings dann schon. Freuen darüber dürfen sich gerade die, die so den Rhein entlang wohnen, Richtung Niederrhein und auch grob vom mittleren Emsland rüber Richtung Nordsee und dann auch Richtung Weser, da kann es dann auch mal auflockern. Zu verdanken haben wir diesen Auflockerungen dann meistens, vor allem in Niedersachsen, dem recht ruppigen Wind. Stark bis stürmisch an den Küsten, ebenso auch in den höheren Lagen, sonst allgemein ziemlich ruppig das Ganze. Aber mild, 7 bis 9 Grad werden da heute gemessen, sonst sind wir meist bei 5 bis 7. In den höheren Lagen sind es 1 bis 3 Grad. Der Dienstag könnte dann langweiliger gar nicht sein. Der Wind ist wieder weg, Regen fällt auch eigentlich gar keiner, es ist überwiegend grau, vor allem in der Osthälfte Niedersachsens und auch in der Osthälfte NRWs. In der Westhälfte auch mal ein paar Auflockerungen mit dabei, da guckt auch mal kurz die Sonne vorbei, wenn auch nicht lange. Temperaturen ziemlich einheitlich, 6 bis 7 Grad, in den höheren Lagen 3 bis 5, da tut sich erst einmal nicht viel. Anders dann am kommenden Mittwoch. Da kommt dann Regen rein. Von Nordwesten und Norden zieht dann erst einmal der Regen rein und der wird dann so bis zum Nachmittag etwa in der Mitte liegen. Zum Abend geht das Ganze in den höheren Lagen in Schnee über. Von Nordwesten folgen Schauer und auch hier wieder mit recht ruppigem Wind. Das heißt an der Küste und in den Mittelgebirgen stark bis stürmisch, im Flachland halt sehr unangenehm ruppig. Ihr seht es, die Temperaturen gehen zurück und durch den Wind fühlt sich das noch alles etwas kälter an. Und dann wird es eben spannend in puncto Winter. Immer noch liegen wir ja zwischen dem Hoch und dem Tief, allerdings das Hoch ein bisschen weiter weg, das Tief ein bisschen näher dran. Die Kaltluft in 5,5 Kilometern kommt herangeflossen und kann uns fluten und eine Etage drunter. In 1,5 Kilometern Höhe, da wird es dann richtig schattig. Minus 8 bis minus 10 Grad, das ist dann erst einmal in den höheren Lagen Dauerfrostwetter. In den tieferen Lagen nicht, obwohl ja die Temperaturen so passend sind, aber der Wind macht uns dann einen Strich durch die Rechnung. Der sorgt für Durchmischung, kommt meist aus Norden, über die Nordsee gezogen und dementsprechend sehen dann die Temperaturen im Flachland auch zu warm aus. Für zumindest mal Winter mit Schnee, der liegen bleibt. Denn wir haben meist so zwischen 3 und 2 Grad, teilweise werden da aber auch wohl die 4 Grad auftauchen. Dauerfrost gibt es nur entlang der Mittelgebirge. Und vielleicht so in einzelnen Niederungen dann hoch Richtung Heide. Ansonsten ist es einfach zu warm. Und dementsprechend sehen auch die Schneehöhen dann aus. Gerade für die westliche Hälfte NRWs und auch Niedersachsens rauf bis an den Norden Niedersachsens. Da ist einfach nichts. Da kann es dann zwar schneien, aber es bleibt halt nicht liegen. Liegen bleiben könnte es zumindest mal so hier im östlichen Niedersachsen, auch Richtung Hannover, in den Mittelgebirgen sowieso. Da können locker 5 bis 7 cm Schnee fallen. Aber untenrum wird es vielleicht eher so Slush-Eis, so Matsch. Also wirklich nicht viel und auch nicht schön. Das ist dann ziemlich usselig, das Ganze. Der Freitag von den Temperaturen ähnlich,
Auch hier wieder in 1500 Metern Höhe recht kalt, aber am Boden relativ mild. 3 bis 4 Grad in der Westhälfte, sonst Dauerfrost entlang der Mittelgebirge und gerade so in Nähe der Mittelgebirge, wo es auch ein bisschen geschützter ist vom Wasser. Gerade mal ein paar Grad über Null. Aber es ist wirklich nicht so ganz winterlich. Anders wäre es dann beispielsweise in Bayern. Da hatten wir dann Dauerfrost bis ganz runter. Und dementsprechend kann man sich freuen, wenn man mal ein paar Schneeflocken sieht am Donnerstag und auch am Freitag. Aber nicht zu viel erwarten, gerade nicht in der norddeutschen Tiefebene und im Westen NRWs. Da wird so viel nicht kommen. Aber das gucken wir uns später nochmal, ja, im Detail an. Bis dahin, kommt erstmal gut in den Tag.